Wenn, wie uns die hochbezahlten Sicherheitsexperten versichert haben, ein GAU in einem Atomkraftwerk statistisch gesehen nur alle 100.000 Jahre eintritt, warum sind dann nach Harrisburg 1979 und Tschernobyl 1986 jetzt schon wieder 100.000 Jahre um und wieso kommen uns diese 100.000 Jahre immer so kurz vor? Ja, sagt der Statistiker, was wir sagen ist, dass so ein Unfall pro Kraftwerk nur alle 100.000 Jahre eintritt. Ob er aber im ersten Jahr oder im 99.000. Jahr eintritt, darüber kann die Statistik keine Angaben machen. Inzwischen haben schon 3 Kraftwerke nicht mal die ersten 50 dieser 100.000 Jahre überstanden. Aber es gibt ja noch ein paar hundert AKWs weltweit, die das Gegenteil belegen können. Die Wahrscheinlichkeit, einen atomaren GAU zu erleben, liegt also bei 1 zu 100.000. Die Wahrscheinlichkeit, 1 Million im Lotto zu gewinnen, liegt bei 1 zu 1,4 Millionen. Aber obwohl es 14 mal wahrscheinlicher ist, atomar verstrahlt zu werden, als 1 Million im Lotto zu gewinnen, werfen unzählige Menschen jede Woche ihr schönes Geld in die Fenster von Lottoannahmestellen, in der Hoffnung, dass dieser unwahrscheinliche Fall eintritt, während sie als Atomkraftbefürworter gleichzeitig darauf vertrauen, dass der sehr viel wahrscheinlichere Fall eines atomaren GAUs nicht eintritt. Es gibt halt nicht nur keine Gerechtigkeit, auch Vernunft ist Mangelware in den Hirnregalen. In Nordafrika opfern Menschen ihr Leben, um in einer Demokratie leben zu dürfen. In Sachsen-Anhalt, wo die Menschen sich das Recht auf freie Wahlen erst vor 20 Jahren erkämpft haben, hat fast die Hälfte das Interesse an solchen Wahlen längst wieder verloren. Ja, die Freiheit des Menschen kann auch darin bestehen, nicht frei sein zu wollen. Wobei uns die Wahl in Sachsen-Anhalt im Schatten der besorgniserregenden Rauchwolken über Tripolis und Fukushima den einzigen Hoffnungsschimmer dieser Tage geboten hat. Die radikalen Parteien haben es nicht in den Landtag geschafft. Die NPD ist knapp gescheitert und die FDP ist endlich wieder da, wo sie auch vom Namen her hingehört. FDP, fast 3%.